Ach, das hätte ich auch verkaufen können. Nee, ich möchte hier den verzaubern mit. Verzaubern mit. Also, Moment mal. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Wäre vielleicht genau das Richtige für euch. Ich nehme einen großen Seelenstein und verzaubere das Schwert mit. Mit dem. Ja, abbrechen. Weil das möchte ich gar nicht. Ich möchte da etwas drauf haben, was für immer bleibt. Dann gehen wir mal raus und schauen nach, ob wir in unserer Zauberkiste noch was haben. Weil ich möchte irgendwie Rüstung oder so. Oder sonst was. Einfach irgendwas, was da nicht irgendwann verloren Früher war ich geht. auch ein Abenteurer. Und dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Ja, du mit deinem Pfeil im Knie. Okay, dann. Träger kann sich lautlos bewegen. Bögen mehr Schaden. Schaden. Schleichen wird verbessert. Zerstörungszauber. Schattenschuhe. Okay. Dann schauen wir mal, ob etwas von diesen drei geht. Ansonsten gibt es wohl keine Möglichkeiten. Weil da diese Dinger da, die sich mit der Zeit verbrauchen, das möchte ich irgendwie nicht. Und ein Ziel in 4 Sekunden zu töten, das wäre ja eine echte Seltenheit. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Krieger? Nee. In letzter Zeit hat es den Anschein, als würde dieser verfluchte Konflikt jeden leidenschaftslos zurücklassen.
Ich persönlich ziehe ja meine Bücher und Zaubersprüche vor. Soll ich denen zaubern? Nee, die nicht. Nicht. Der Muskelkraft. Es sind ja schon 40 Punkte immerhin. Na, scheiß auf den Bogen. Gegenstand, das Verzaubern, Magiker. Was? Nee? Schmiedekunst. Okay. Nee. Dann verzaubere ich den noch nicht. Arschlecken. Ihr könnt mich doch alle mal. Dann behalte ich den doch lieber. Okay. Oh, schon 21 Minuten habe ich hier in Weißlauf verbraucht. Da einmal schreien. Nun gehe ich noch kurz nach Hause, noch ganz kurz. Und dann gehen wir hier raus. Ich muss ein paar Feinde töten, ich brauche Action. Und ihr wollt sicher auch nicht so lange hier in Weißlauf rumstehen. Also komm, schnell. Der kann hier weg. Weg. Und raus hier. Juhuhu. Okay, und dann mal kurz nach Quests schauen. Dann reise ich hier kurz. Zur Zuflucht der dunklen Bruderschaft. Und dann ach, Kacke. Komm schon, geh weg, du blödes Teil. Na. Wisst ihr was? Ich speichere hier. Einmal und dann mache ich eine kurze Pause. Bis gleich. Okay. Da bin ich auch schon wieder. Hab das Spiel kurz neu gestartet. Nun ist hier alles wieder in bester Ordnung. Und wir können fortfahren. Hey Astrid! Ah, ihr seid zurück? Wie ist es euch mit eurem ersten echten Auftrag ergangen? Ich wette, es war um einiges aufregender als das, was Nasir euch bisher angeboten hat. Ich habe getan, was getan werden musste. Ich lebe, um zu dienen. Also gut. Ich respektiere eure Diskretion. Nun brauche ich aber eure Hilfe in einer eher
persönlichen Angelegenheit. Okay. Stimmt was nicht? Es ist Cicero. Seit seiner Ankunft war sein Verhalten irrational, wäre eine Untertreibung. Ich glaube, er ist wirklich verrückt. Aber es kommt noch schlimmer. Er hat Gefallen daran gefunden, sich in der Kammer der Mutter der Nacht einzuschließen und dort zu reden. Mit irgendjemandem. In gedämpftem, aber hektischem Ton. Mit wem redet er? Was hecken Sie aus? Ich fürchte Verrat. Bei Cities. Wir müssen sie aufhalten. Ihr versteht also meine Befürchtungen? Wenn Cicero etwas plant und mit einem von uns konspiriert, wäre das katastrophal. Was soll ich tun? Lieber Bruder, ihr müsst euch in diese Kammer stehlen und ihr Treffen belauschen. Es wird nicht ausreichen, euch in den Schatten zu verbergen. Sie werden euch mit Sicherheit bemerken. Nein, ihr benötigt ein Versteck. Einen Ort, an dem niemand jemals nachsehen würde. Zum Beispiel im Sarg der Mutter der Nacht. Okay, wir schweigen mal. Ihr habt also keine Einwände? Gut. Nun geht, bevor sie sich treffen. Berichtet mir später, was okay. ihr in Erfahrung gebracht habt. Vergesst nicht, wenn ihr... Was steht ihr noch hier? Beeilt euch, bevor das Treffen beginnt. Dann sollte sonst noch was... Das ist doch die eigentliche Frage, nicht wahr? Dieser Wirrkopf tritt ein, verschließt die Tür und das Gespräch beginnt. Innen muss also jemand auf ihn warten. Jeder von uns hätte diese Kammer leise und unbemerkt betreten können. Doch wer von uns würde es wagen, gegen die Zuflucht zu konspirieren? Allein der Gedanke daran bricht mir das Herz. Was wird er denn planen? Ist das nicht ganz offensichtlich? Als Bewahrer der Mutter der Nacht glaubt er, ihm stehe die Herrschaft über diese Zuflucht zu. Cicero wird unsere Unabhängigkeit als Argument für die Rückkehr zu den alten Wegen vorbringen. Er wird uns mangelnde Disziplin vorwerfen, zu Unrecht. Das grenzt fast schon an Ketzerei. Ironischerweise könnte sich auch die Mutter der Nacht als Opfer erweisen. Als Königin im Schachspiel eines Verrückten. Sollte ich sonst auch was wissen? Ich glaube nicht. Aber ich kann euch sicher mehr sagen, wenn ihr von der Kammer zurückgekehrt. Beeilt euch. Hoch. Ihr müsst an Ort und Stelle sein, bevor Cicero und sein Verbündeter dort eintreffen. Sie können jederzeit ein anderes Treffen planen. Da habe ich wohl aus Versehen einen Knopf gedrückt. Okay, da oben müssen wir hin. Doch wie? Okay. Nicht so nah an die Leiche ran. Ja und nu? Sind wir allein? Ja. Ja. Allein. Süße Einsamkeit. Niemand wird uns hören oder stören. Alles läuft nach Plan. Die anderen. Ich habe mit ihnen gesprochen. Sie werden kommen, ich weiß es. Der Zauberer Festus Grex. Vielleicht sogar der Argonier und das Nichtkind.
Was ist mit euch? Habt ihr mit jemandem gesprochen? Nein? Nein, natürlich nicht. Ich rede, gehe, sehe und spreche. Und was tut ihr? Nichts! Nicht! Nicht, dass ich wütend wäre. Nein, niemals. Cicero versteht. Cicero versteht immer.